Hey, heute entführen Edeka und ich euch mal wieder nach Bella Italia mit einer wunderbaren Savaglione. Ich zeige euch, wie ihr die Weinschaumcreme so cremig bekommt und welche Früchte am besten dazu passen. Los geht's! Ich finde, zu einer Savaglione passen am besten frische Beeren. Deswegen habe ich heute Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren. Die Himbeeren und Brombeeren sind schon geputzt und gewaschen. Und die Erdbeeren, die bereite ich jetzt noch vor. Da kommt das Grüne ab und dann werden sie halbiert oder geviertelt, je nach Größe. Von den Erdbeeren habe ich jetzt 200 Gramm und von den Himbeeren und von den Brombeeren jeweils 100 Gramm. Ihr könnt das aber auch alles nochmal nachlesen. Ich habe euch das Rezept unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr schon mal da seid, gleich Kanal abonnieren. Ich bereite mir jetzt schon mal 2 Gläser vor. Die Mengenangaben sind natürlich für 4, aber ich bin heute nur zu zweit. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte nehmen. Ich nehme am liebsten das, was gerade Saison hat, damit es schön frisch ist. Den Löffelbiskuit brösel ich mir jetzt hier so ein bisschen rüber. Das gibt nachher ganz gut Crunch. Nun bereite ich die Weinschaumcreme zu. Dafür brauche ich 4 Eigelbe. Bei den Eiern achtet ihr am besten drauf, dass sie super frisch sind. Zu den Eigelben kommt jetzt 120 Gramm Zucker. Ich schlage jetzt so lange, bis das cremig hell wird und der Zucker sich aufgelöst hat. Wenn ihr merkt, dass die Konsistenz so ein bisschen dickflüssig ist und auch die Creme sehr hell geworden ist, dann kann das Ganze aufs Wasserbad. Dafür natürlich eine hitzebeständige Schüssel nehmen und die muss auch gut in den Topf passen, denn es soll ja kein Wasser in die Creme reinkommen. Und bei dem Wasser ist wichtig, dass ihr das unterm Siedepunkt haltet. Also so kurz darunter, es darf auf keinen Fall kochen, denn sonst stockt das Ei. Ich gebe jetzt noch 8 Centiliter Masala dazu. Das ist ein süßlicher Dessertwein. Wenn ihr das nicht habt, ihr könnt auch Amaretto nehmen oder Limoncello, Eierlikör, worauf ihr Lust habt. Wenn da Kinder mit essen, nehmt ihr natürlich was ohne Alkohol, zum Beispiel frischen Orangensaft. Mich würde mal interessieren, welchen Dessertwein ihr für die Savaglione am liebsten benutzt. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Mir wird jetzt gerade mein Arm müde. Ich mache mal mit dem elektrischen Gerät weiter. So, das waren jetzt so ungefähr 7 Minuten. Ihr erkennt es aber auch daran, dass die Creme fertig ist, wenn sie sich so ungefähr verdoppelt hat. Und dann muss sie recht schnell in ein vorbereitetes Eisbad, wo ihr dann weiter schlagt, bis es abgekühlt ist. Und jetzt kann es auch schon serviert werden. Ich habe aber noch einen Tipp für euch. Ihr könnt das auch über die Früchte geben, die vielleicht in der Auflaufform liegen. Ein bisschen Puderzucker drüber und dann ab in den Ofen, dann wird das überbacken. Ist auch super lecker. Ich gebe das jetzt auf meine frischen Früchte mit dem Löffelbiskuit und dann kann auch schon gegessen werden. Ich probiere jetzt mal. Mmh. Köstlich. Super cremig, total lecker. Mmh. Wenn ihr euch mal fühlen wollt, als wärt ihr in Italien, probiert das auch mal aus. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf leckere Rezepte, klickt mal hier oder hier und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.